So, hallo, Sabine Pachter. Hallo, Gabriele. Hi. Hallo. Ich bin Gabriele Reuter von der Tanzfabrik Berlin. Ich mache das Workshop-Programm hier und freue mich hier zu sprechen mit Sabine Pachter, die in ein paar Wochen in unserem Sommertanz-Workshop-Programm, Open Spaces Sommertanz-Programm, einen Workshop unterrichten wird. Hier in Kreuzberg in der Tanzfabrik vom 24. bis 28. Juli. 5 Tage Workshop mit dem Namen Breath Body Moving. Moving, genau. Sabine, erzähl doch mal, was planst du mit uns zu machen? Ja, also ich plane die 5 Tage sozusagen durch die 5 Elemente oder die 5 Hauptelemente meiner Arbeit eigentlich durchzugehen. Die habe ich alle nicht erfunden, diese Elemente, aber ich verwende sie sozusagen als Prinzipien, auch speziell in diesen 5 Tagen, weil sich das so schön ausgeht. Ja, das eine ist mal der Atem. Der Atem ist so die Grundlage für alles, ja, fürs Sein, fürs Wahrnehmen, fürs Ankommen bei sich, fürs Bewegen, fürs sich Spüren und letztendlich auch für die Veränderung, also für Transformation ist so ein großes Wort, aber ich verwende es jetzt trotzdem. Dann geht es um Bewegungsqualitäten, also es geht um bewusste Bewegungsqualitäten, da arbeiten wir mit Elementen der Feldenkreismethode. Ich habe eine erweiterte Feldenkreismethode gelernt, die heißt systemische und integrative Bewegungslehre. Mhm. Was ist das genau? Also genau, wie funktioniert das? Also kurz abgekürzt heißt es SIP. Das kommt aus der Feldenkreislehre in dem Sinne von, dass der Alun Talmi, der war der älteste Schüler vom Feldenkreis. Der hat mit dem Feldenkreis, mit dem Moshe damals die Methode gemeinsam erfunden, gefunden. Der Alon hat dann vor allem mit der funktionalen Integration, also mit den Behandlungen gearbeitet. Und was ich jetzt im Unterricht mache, ist dadurch, dass es ja kein Bodywork-Workshop ist, sondern wir nehmen die Prinzipien dieser Hands-on-Arbeit und die Prinzipien der Feldenkreisarbeit, um ins Bewegen zu gehen. Und die Prinzipien sind letztendlich reinspüren in das, was ist, akzeptieren das, was ist, hineinatmen in das, was ist und innerhalb der Grenzen arbeiten, also Grenzen wahrzunehmen und ganz konträr zu dem, wie wir in unserer Kultur ja normalerweise unterwegs sind, bleiben wir unterhalb der Grenzen. Ja, und das können wir, also das werden wir auch in diesem Workshop mit den Händen machen, miteinander und auch mit einzelnen Übungen, also auch mit ATMs letztendlich. Mhm. Ja, okay. Also dann geht es auch ins Tanzen, so wie ich verstanden habe. Ja, der Tanz ist sozusagen das, worum es ja geht. Mhm. Ja, der Tanz ist das, worum es geht. Es geht immer um die freie Improvisation. Es geht darum, im Raum fühlen, sich zu bewegen, mit verschiedenen Bewegungsqualitäten zu bewegen. Mhm. Was ich noch gerne dazu nehme, ist die Arbeit mit den frühkindlichen Bewegungsmustern, weil uns das extrem effizient macht und auch quasi als Grundlage, um in den eigenen Körper hineinzukommen. Mhm. Wir haben alle die gleiche Entwicklung durchgemacht, die ist quasi parallel zur Entwicklung der Säugetiere. Mhm. Und wenn wir da andocken, dann können wir sozusagen leichter vom Boden auf die Knie in den Vierfüßlerstand. Mhm. Und das sind alles Grundlagen, die uns dann helfen, effizienter, weicher, größer, feiner, ausdrucksstarker zu tanzen. Mhm. Ja, also der Tanz ist der Hauptfokus und ich nehme sozusagen diese verschiedenen Elemente dazu, um Ganze zu tanzen. Okay. Das klingt auch so, als ob man das dann wirklich mit in seinen Alltag mitnehmen kann. Also absolut. Genau, das ist auch ein Teil von, also was jetzt sozusagen die systemische und integrative Bewegungslehre noch einmal anders ausmacht. Also Feldenkreis ist ganz sehr auf die Effizienz und auf die Bewegung fokussiert und in der systemischen und integrativen Bewegungslehre geht es letztendlich um das systemische Element noch. Das heißt, wie kann ich tatsächlich im Alltag, in meinem Alltagsleben diese Effizienz und diese Beweglichkeit, aber auch dieses Wohlbefinden und auch meine persönlichen Themen mit hineinnehmen. Ja? Also für mich, ich arbeite ja viel mit Authentic Movement, für mich sind immer die inneren, also der innere Körper und das innere Spüren, Fühlen, Sein, der Seinszustand ist einfach ganz, ganz wichtig. Und der darf sich auch ausdrücken und letztendlich dann auch transformieren. Ja. Schön. Ja. Spannend. Wie ist das mit, was sollen die Leute, oder was wünschst du dir, was die Leute mitbringen in diesem Workshop? Muss man viel Erfahrung haben oder was für eine generelle Disposition? Gar nicht. Ja, also ich glaube ganz fest daran, dass jeder das, was da, mit dem da ist, was er ist, also so wie Nancy Stark-Smith das auch immer sagt, come as you are.
Und das ist einfach mit den Fähigkeiten, die du mitbringst, mit den körperlichen Fähigkeiten, mit der inneren Bereitschaft, die du im Moment hast. Also es ist eigentlich Offenheit, Neugierde, Bereitschaft, was Neues auszuprobieren, was Neues einzutauchen und sich selber zu begegnen. Also ich denke, das ist einfach so wichtig. Ja? Also das ist nicht nur, es ist jetzt nicht nur eine äußere Form des Tanzens, sondern es geht auch immer darum, sich selber da drinnen ein Stück weit zu begegnen. Aber wirklich offen, jeder, der das mal ausprobieren kann, möchte. Absolut, kann da mal absolut. Es sind, ich mache das seit so vielen Jahren, es sind Beginners genauso welcome wie die Profitänzer, weil wir halt auch jeden Tag anders sind. Ja? Und es bringt jeder seine Skills mit und seine Erfahrung. Und da, wo wir gerade sind, da sind wir gerade, da begegnen wir uns. Genau. Okay, das werden wir tun. Schön, ich freue mich darauf. Ich freue mich auch sehr. Dann, Sabine, und sag mal ganz kurz, wo bist du jetzt gerade und was machst du jetzt als nächstes? Ich bin in meinem Büro, das sieht man hier hinten, ich habe da so ein cooles Fahrrad da oben drauf montiert. Ja. Genau, ich bin da in einem Gemeinschaftsbüro in St. André-Wörden, das ist an der Donau bei Wien, wo ich auch lebe. Und das, was ich jetzt dann bald machen werde, ich glaube in einer Stunde oder so, ist, dass ich in den See hupfen werde. Ach, das ist aber eine sehr schöne Idee. Ja. Na, dann wünsche ich dir viel Spaß. Und danke dir. Dann vielen, vielen Dank fürs Gespräch und wir sehen uns in ein paar Wochen in Berlin. Ich freue mich schon. Ciao. Bye-bye. Ciao.